Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um insgesamt 4 Mounts. Von jedem Covenant gibt es quasi eins von den Necrolords, eins von den Ventyr, eins von den Kyrianern und eins von den Nightfee. Und was wir dafür machen wollen oder müssen, will ich euch mal zeigen. Wir haben nämlich einen Mount, jetzt bei den Necrolords ist es hier der gepanzerte Seuchenfäulnis Tauralus, das wir erspielen können über unsere Ruhmstufen. Wenn wir den Ruhm fast ausmaxen, also nicht auf 40, sondern zumindest auf 39 hochbringen, kriegen wir einen Mount. Es war jetzt erst unsicher, ob man dieses Mount quasi, dass man dann freischaltet, dass man es vom Händler kaufen kann. Denn man kann es theoretisch auch beim Händler sich holen, wenn man das freigeschalten hat. Aber es ist jetzt ein bisschen anders gekommen. Sobald man die Ruhmstufe freigeschalten hat, hat man es automatisch ins Inventar bekommen. Ich habe jetzt mit meinen 4 Twinks die Ruhmstufe hochgebastelt. Sprich, ich kann euch alle Mounts zeigen. Bevor wir das aber machen, erkläre ich für die Leute, die jetzt den Ruhm noch nicht so hochgeknallt haben, wie ihr da hochkommt. Also ihr habt 2 Möglichkeiten. Den Ruf hochzuspielen. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr in eurer Paktzentrale, wie ich das hier schimpf, 2 wöchentliche Quests annehmt. Die eine ist, ihr müsst Seelen sammeln. Das wären dann auch immer mehr. Am Anfang sind es 5, später sind es irgendwann mal 20 Seelen. Da kriegt ihr eine Paktstufe hoch. Und dann gibt es noch eine 2. Quest, dass ihr 1000 Anima sammeln müsst, gibt es auch eine Paktstufe hoch. Das sind die 2 Quests, die ihr jede Woche kriegt. Ja? Wenn ihr hinten dran hängt, also sprich im Moment kann man jetzt schon die 40 Stufen voll machen und ihr seid vielleicht erst bei Stufe 10 oder noch darunter, dann ist es so, dass ihr dementsprechend auch eine Paktstufe oder eine Ruhmstufe hochbekommt über viele andere Aktivitäten. Zum Beispiel, was immer 100% eine Stufe hochbringt, ist, wenn ihr den Worldboss umhaut. Könnt ihr einmal in der Woche den Worldboss umhauen, kriegt ihr auf jeden Fall was hoch. Dann gibt es hier diese Berufungsquests, die könnt ihr annehmen. Da müsst ihr in irgendeine Zone gehen, 3 Worldquests machen oder irgendwelche anderen Aktivitäten in einer Zone ausführen, die sind täglich. Die bringen nicht zu 100% eine Paktstufe hoch, haben aber eine Chance. Das seht ihr dann auch immer in der Quest. Dann, wenn ihr Bosse in Dungeons umhaut, wenn ihr Bosse in Raids umhaut, wenn ihr einen BG gewinnt. Ja, also da gibt es eigentlich alle Aktivitäten, die man im Endgame irgendwie erledigen kann, haben dann eine Chance, quasi diese Ruhmstufen hochzukriegen und dementsprechend geht es eigentlich nebenbei, wenn ihr den Char halbwegs aktiv spielt, dass ihr dementsprechend die Ruhmstufen hochbekommt. Ich habe meine Twinks, mit denen mache ich eigentlich nur großartig World Quest, um ein bisschen Anima zu farmen und auch die haben die Ruhmstufen hochbekommen. Genau, also eigentlich relativ simpel. Jetzt gucken wir uns mal alle 4 Mounts an, würde ich sagen. Wir haben als erstes, wie ich schon erwähnt habe, den gepanzerten Seuchenfäulnis Tauralus. Und das ist das Mount von den Necrolords. Der ein oder andere, der bei den Pakten schon ein paar Mounts hat, weiß, es gibt immer ein Pakt-Mount und dann mehrere Panzer- und Farbvarianten davon. Und bei den Necrolords sind es quasi hier diese Tauralusse. Da gibt es einige. Ich habe auch schon mir ein paar tatsächlich geholt. Jetzt gucken wir hier rein. Tauralus. Und ihr seht, da gibt es insgesamt 8 Stück von denen. Mittlerweile habe ich die Hälfte. Ein paar andere werde ich euch jetzt dementsprechend auch noch in den nächsten Videos zeigen. Jetzt schauen wir uns aber den richtigen an. Und zwar, das ist der hier, gepanzerter Fäulnis Tauralus. Ja, ganz schick, hat hier so ein bisschen, was ist denn das, so rostgrün irgendwie gehaltene Rüstung. Bisschen ausgewaschener. Ja, ist ein schickes Mount. Mount Special haben wir auch. Ich finde die Tauralusse, vor allem die gepanzerten, echt ziemlich nice. Ich würde mir aber wünschen, dass man so einen ganz schwarzen bekommen kann. Jetzt werde ich hier gerade angegriffen. Das machen wir jetzt nicht. Laufen wir einmal rein. Okay. Ich will euch nämlich noch beim Händler was zeigen. Und zwar, es gibt auch die Möglichkeit, beim Händler drinnen die Mounts zu kaufen. Falls ihr jetzt zum Beispiel das weggeschmissen habt, warum auch immer, ja, habt ihr da nicht die Möglichkeit. Also die hätten wir jetzt wahrscheinlich auch killen können, logisch und halb tot. Egal, wir wollen uns jetzt aber beim Händler das nur anschauen. Ich habe nämlich erst gedacht, was ich am Anfang des Videos schon erzählt hatte, dass man, sobald man die Ruhmstufe hat, die beim Händler kaufen muss. So ist es aber tatsächlich nicht, sondern man kriegt sie ja automatisch. Aber wir haben hier trotzdem die Möglichkeit, das Ding hier zu kaufen. Ihr seht, benötigt Ruhmstufe 39 und wir haben das jetzt auch schon erlernt. Kostet hier in dem Fall 100 Anima und
50 von den dankbaren Gaben. Zu beiden habe ich auch schon ein Video gemacht, wie man das effizient farmen kann. Heißt, solltet ihr es irgendwie weggeschmissen haben, warum auch immer ihr das tun solltet, könnt ihr es euch theoretisch hier nachkaufen. Gut, das war jetzt soweit das Necrolord Mount. Dann switchen wir mal weiter zu meinem Ventier Char. Und da haben wir natürlich auch die Ruhmstufe einmal hochgeballert. Da gibt es es auch auf Ruhm 39. Da haben wir es. Und da gibt es dann auch wieder ein schickes Mount. Und das haben wir hier. Grabstein, Kampfausrüstung, stimmt sich das. Und da kriegen wir ein schickes Gargon-Mount. Nicht Gargoyle, Gargon-Mount. Und das gucken wir uns jetzt auch mal an. Gargon. Und zwar den hier, den weißen. Wir haben da ja schon auch ein paar andere Farbvarianten. Wir hatten den weißen Gargon quasi schon ohne Rüstung. Jetzt haben wir ihn tatsächlich auch mit Rüstung. Und den weißen finde ich fast am coolsten. Ah, wobei der schwarze hat auch was, ne? Aber der weiße sieht auch sehr, sehr cool aus tatsächlich. Mit ein bisschen dunklerer gehaltener Rüstung. Eher so ein bisschen schwärzlich. Ah, das passt halt sehr gut, ne? Also die Gargon-Mons sind auch nice. So, dann machen wir mal das Mount-Special noch. Der sucht so ein bisschen am Boden, buddelt und dann gräbt er was aus, hat so einen kleinen Knochen und ja, ist eigentlich ein nettes Mount-Special, muss ich sagen. Mal was anderes. Okay, das sind soweit die beiden, dann gucken wir uns noch die anderen Covenants an. Dann sind wir auf meinem Kyrianer-Char und hier haben wir dann das nächste Mount und zwar hier unten ewiger Phylanx der Reinheit und das lernen wir jetzt mal als nächstes. Und schauen uns mal die schicken Phylanx-Mounts an. Oder Phylinx-Mounts. Ich habe es immer noch nicht so ganz raus, wie man es am besten ausspricht. Hier, ewiger Phylanx der Reinheit. Das ist jetzt quasi die komplett weiße Variante mit dementsprechend hier der kompletten Rüstung. Ich habe ja auch schon ein paar andere. Die goldene, diese bisschen dunkel-schwarzere und ich glaube, eine müsste eine goldene mit weniger Rüstung, genau, und mit mehr Rüstung sein. Und ja, da müsste es eigentlich von der weißen auch noch eine Grundversion gehen. Ah, hier. Ah, nee. Die sieht etwa fast gleich aus. Aber das ist die Grundversion und das hier ist ein bisschen die coolere Version mit bisschen, mehr Rüstung, bisschen mehr Leuchteffekten. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt auch noch das Mount Special davon an. Er hüpft hier so ein bisschen nach vorne. Echt ganz cool und tapst ein bisschen rum. Nettes Mount Special. Schickes Mount. Da muss ich aber sagen, gefällt mir das von den Necrolords bzw. von den Ventier tatsächlich besser. Und als letztes haben wir dann natürlich noch den Ardenwald-Char, hier den, nicht Kyrianer, sondern den Nightfee. Und da haben wir dann verzauberter Schattenblatt-Runenhirsch. Mein Gott, die Namen werden echt immer länger. Und den lernen wir auch einmal. Und dann gucken wir auch mal den Hirschen noch an. Hirsch. Und ihr seht, da gibt es halt auch insgesamt wieder 8 Stück. Halbzeit haben wir mittlerweile. Und dann gucken wir mal, welchen wir gerade gelernt haben. Den verzauberten Schattenblatt Runenhirsch. Das ist das schicke Mount hier. Und da gibt es natürlich dann auch wieder die kleineren Versionen und dann die größeren Versionen. Und hier, der hat natürlich das gescheite Geweih, das auch sehr, sehr nice aussieht. Hier ein bisschen wieder abgewandelter Farbvariation. Ich muss jetzt mal kurz die Hirsche ein bisschen vergleichen. Wir haben jetzt quasi so ein bisschen grünlich wir haben den mit dem quasi roten Schweif und davor hatte ich den mit dem grünen Schweif. Ne? Und dann gibt es hier noch einen komplett grünen und so ein bisschen, ja, gelb-bräunlichen. Okay. Ah, ich weiß nicht, welchen ich am besten finde. Ich weiß, der rote ist nett, aber ich glaube, der grüne ist fast ein bisschen besser, den ich schon hatte. Es sind natürlich alles relativ ähnlich und immer nur ein bisschen Nuancen, was die Farbe angeht. Gut, damit wären wir eigentlich durch bei diesen 4 Mounts. Es gibt dann das nächste Video, wenn ich wieder das ein oder andere Mount eingetütet habe. Und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.